Herzlich willkommen hier zum nächsten Vortrag. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Mittagspause. Wir beschäftigen uns jetzt in diesem kleinen Vortrag mit dem Thema soziale Kulturarbeit bei KWO, genauer gesagt beim KWO Sozialpsychiatrischen Zentrum. Ich möchte zunächst mich kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Siedel-Rüppel. Ich bin 1971 geboren und seit 2015 beim KWO Sozialpsychiatrischen Zentrum als Leiter für die Stabsstelle Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Ich habe ursprünglich Musikwissenschaften und Musik mit dem Hauptfach Trompete in Kiel und Hamburg studiert und bin seit 1997 leitend vorrangig im Kulturmanagement in verschiedenen Funktionen tätig. Sie merken vielleicht so ein bisschen an meiner Sprache, ich bin eher Oberbayer mit Migrationshintergrund, komme also wirklich auch gebürtig aus dem Norden, bin hier aber mittlerweile ganz gut angekommen hier in Bayern. Das geht auch für Norddeutsche tatsächlich. Ich bin dann 2013 zum Bezirk Oberbayern in das Kulturreferat gewechselt und bin dort dann als Projektleiter für ein inklusives Kulturfestival zuständig gewesen. Das mache ich jetzt seit 2022 erneut parallel. Dazu werden wir aber später auch noch im Detail kommen. In meiner Tätigkeit hier beim KWO SPZ bin ich gleichzeitig Intendant des kleinen Theater H. Aber auch dazu kommen wir später, denn man kann sich natürlich erst einmal die Frage stellen, warum beschäftigt sich eigentlich ohnehin ein Unternehmen, was eigentlich zum Bereich Psychiatrie gehört, mit dem Thema Kultur? Das KWO Sozialpsychiatrische Zentrum ist eine Tochter des KWO Kommunalunternehmens und beschäftigt sich in erster Linie mit der nachklinischen Versorgung von psychisch erkrankten Menschen. Wir haben im Großen und Ganzen drei wesentliche Bereiche. Das ist zum einen unser größter Bereich, vielleicht auch der wichtigste. Das ist nämlich der Bereich Sozialpsychiatrie. In dem Bereich betreiben wir Wohngemeinschaften. Wir haben betreutes Einzelwohnen. Wir haben verschiedene Tagesstätten. Wir haben tagesstrukturierende Maßnahmen und so weiter und so fort. Ein weiterer großer Bereich einer Abteilung ist die Abteilung Wohnungslosenhilfe. Dort sind wir aktiv gemeinsam mit der Landeshauptstadt München. Und der dritte Bereich ist tatsächlich der Bereich Kultur, für den ich dann verantwortlich bin im Unternehmen. Wie kam es überhaupt dazu, dass man diesen Bereich Kultur ausgebildet hat beim KWO SPZ? Dafür, das habe ich hier aufgeschrieben, gibt es in erster Linie drei Gründe. Es ging einmal darum, in erster Linie Tagesstruktur, Freizeitgestaltung für psychisch erkrankte Menschen zu gestalten. Dafür hat es eine Zustiftung gegeben. Frau Herz hat uns die Mieteinnahmen aus zwei Münchner Wohnungen übereignet, die wir jedes Jahr zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese Wohnungen dienen zum einen natürlich als Wohngemeinschaften, die wir betreiben. Zum anderen bekommen wir, wie gesagt, diese Mieteinnahmen dort. Und ihre Aufgabe, die sie uns gestellt hat, war tatsächlich mit diesem Geld Kultur- und Freizeitaktivitäten für psychisch Erkrankte zu gestalten. Da hat man angefangen mit Gruppen, die sich regelmäßig trafen, mit Museumsbesuchen, mit auch mal Theaterbesuchen. Dann gab es einen weiteren Bereich, den ein Oberarzt aus der Klinik hier in Haar eigentlich initiiert hat, der angefangen hat, intensiv in einer Kunstwerkstatt, die offen war, ein Angebot, eine Tagesstruktur zu schaffen für Menschen, die sich über die Kunst mit ihrer seelischen Gesundheit auseinandersetzen wollten. Diesen Bereich hat er Seelenart genannt, also Kunst für die Seele. Auch zu diesem Bereich werde ich später natürlich noch Genaueres sagen. Der dritte Bereich, der zu unserem Unternehmen auch erst seit 2013 gehört, ist das kleine Theater H. Ja, wie kommt ein Theater zur Psychiatrie? Man hat das Gelände hier in H, auf dem das Theater steht, 1912 gebaut, tatsächlich
auch als Psychiatrie. Die Psychiatrie in Haar ist ja nach wie vor die größte in Bayern und hat dort ganz in einem humanistischen Weltbild, was man damals sozusagen auch geprägt hat und auch wichtig fand, tatsächlich für die psychisch erkrankten Menschen, ein Theater mit hingestellt. Und zwar ein richtiges Theater, so wie sich das gehört, mit Bühnenhaus, mit Zügen, mit Technik, mit allem, was dazugehört. Und hat dieses Theater eigentlich zwei unterschiedlichen Nutzungen zugedacht. Zum einen war das Theater für die Mitarbeitenden gedacht, quasi als Gastspielhaus für kulturelle Betätigungen, die hier die Mitarbeitenden vor Ort haben sollten. Haar war damals ganz anders als heute, noch wesentlich weiter von der Münchner Innenstadt entfernt. Heute setzen sie sich hier in die S-Bahn und sind in 18 Minuten mitten im Zentrum am Marienplatz. Das war natürlich 1912 ganz anders. Das war damals schon Politikum. Brauchen wir sowas eigentlich? Man hat es dann gemacht. Denn der zweite Grund für dieses Haus war tatsächlich, dass man natürlich auch ein Angebot schaffen wollte für die Patientinnen und Patienten, die hier waren. Und so steht dieses Haus also nach wie vor hier und man hat sich natürlich immer die Frage gestellt, wie nutzen wir das eigentlich langfristig? So ist es natürlich im Laufe der Geschichte vieles gewesen. Es konnte natürlich nicht permanent als Theater genutzt werden. Es war zwischendurch auch mal Bettenlager, es ist mal als Apotheke genutzt worden. Teile unserer Räumlichkeiten waren nochmal die Pflegeschule. Es war ein Kino. Also so ist ganz viel passiert mit diesem Haus und nachdem es von einem anderen sozialen Unternehmen über Jahre betrieben worden ist, stellte sich im Jahr 2013 die Frage, wie können wir hier ein gemeinschaftliches Konzept entwickeln, und da ist es gelungen, gemeinsam mit der Gemeinde Haar, mit dem Bezirk Oberbayern und den Kliniken des Bezirks Oberbayern ein gemeinschaftliches Konzept zu schaffen, wie dieses Haus also betrieben werden kann, wie es offen gemacht werden kann, natürlich zum einen für psychisch erkrankte Menschen, die natürlich auch hier in Haar leben, zum anderen aber auch, wie können wir dieses Haus dafür nutzen, Begegnungsräume zu schaffen, und zwar möglichst grenzenlose Begegnungsräume für Menschen mit und ohne Erkrankung. Also ein Ort, wo nicht die Krankheit im Vordergrund steht, sondern, wenn man so möchte, erst einmal das Menschsein. Wenn man so möchte, ist dieser ganze Bereich Kultur, den ich für das KBU-SBZ hier bearbeite, in erster Linie ein Raum, in dem wir zur Antistigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen beitragen möchten. Und ich glaube tatsächlich sagen zu können, dass das mittlerweile auch ganz gut funktioniert. Nun heißt das, worüber ich hier rede, ja nicht Soziokultur, sondern ich spreche sehr bewusst von sozialer Kulturarbeit, die wir hier betreiben. Deshalb an dieser Stelle vielleicht einmal eine kurze Abgrenzung dieser beiden Begrifflichkeiten zueinander. Soziokultur ist jene aktive Kultur, das ist schon ganz wichtig, ist aktive Kultur, die von allen gemacht und gestaltet wird, vor allem in Einrichtungen und Initiativen vor Ort. Sie ist damit ein wichtiger Bestandteil kultureller Bildung. Also aktiv, man beteiligt sich aktiv am kulturellen Leben und sie ist ein Bestandteil der Bildungsarbeit. Und dann steht da noch irgendetwas von Einrichtung. Also Soziokultur findet in Einrichtungen statt, die sich vielleicht an ein bestimmtes Klientel wenden. Das könnte ein Jugendzentrum sein, das kann auch ein Kindergarten, eine Schule, das kann aber auch ein Altenheim sein zum Beispiel. Alles das und dieses Verbinden dieser verschiedenen Elemente betrifft den Bereich Soziokultur. Man hat diesen Kunstbegriff auch deshalb erschaffen, weil man diese traditionelle Trennung, die es natürlich zwischen Hochkultur und der Gesellschaft als Feld des Sozialen einfach so gibt, die möchte man überwinden. Wichtig ist, hier steht in erster Linie der Bildungsauftrag im Vordergrund und setzt tatsächlich einen aktiven Partizipationsprozess voraus. Man selbst ist also Bestandteil dessen, was dort geschaffen wird. Dazu will ich auch im Späteren noch einmal etwas sagen, wenn ich über unsere gemeinsamen Aktivitäten mit dem Bezirk Oberbayern spreche. Die soziale Kulturarbeit geht da etwas anders ran. Sie hat nämlich in erster Linie den Aspekt einer inklusiven Gesellschaft im Hinterkopf. Und hat durchaus den Anspruch des professionellen Kulturbegriffs. Neben dem eigenen Tun ist hier also auch tatsächlich der passive Zugang von Bedeutung. Also ich schaffe
mit dem, was ich tue, Rahmenbedingungen dafür, dass jeder daran partizipieren kann, dass man hingehen kann, dass es eine gewisse Form von Barrierefreiheit gibt. Barrierefreiheit jetzt nicht einfach nur auf Schwellenlosigkeit sozusagen im Sinne von Kannstein gedacht, sondern tatsächlich auch darüber hinaus. Und deshalb nochmal ganz eindeutig hier formuliert, es geht in erster Linie darum, dazu beizutragen, dass mehr und mehr eine inklusive Gesellschaft entsteht. Jetzt ist wieder dieser Begriff Inklusion im Kopfe. Und ich habe erst gestern Abend irgendetwas gehört, da ging es dann darum, dass künftig hin in der Sesamstraße eine Puppe dabei sein wird, die im Rollstuhl sitzt. Und damit hätte man also das Thema Inklusion in Gänze auch jetzt bei der Sesamstraße abgefrühstückt. Ist das so, kann man sich die Frage stellen. Also ist Inklusion tatsächlich irgendwie das mit den Behinderten? Nein, antworte ich. Inklusion ist das mit den Menschen. Jeder Mensch soll sich gleichberechtigt und unabhängig von Behinderung, sozialer Herkunft, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder, und jetzt kommt's, sonstiger individueller Merkmale und Fähigkeiten an allen gesellschaftlichen Prozessen beteiligen können. Beteiligen können, nicht beteiligen müssen. Also wir sind nicht auf dem Weg in eine grenzenlose Gesellschaft, sondern wir wollen Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass sich die Menschen tatsächlich auf Augenhöhe begegnen können. Das ist eigentlich ein erweiterter Inklusionsbegriff, also tatsächlich nicht nur das Thema mit den Behinderten, sondern ich wiederhole mich, das Thema mit allen Menschen. Dieser Inklusionsbegriff hat natürlich auch eine Herführung und diese Herführung stammt tatsächlich aus dem Artikel 3 der UN-Behindertenrechtskonvention, die sozusagen die Grundlage für unser Denken über eine inklusive Gesellschaft mit sich bringt. Also da geht es vor allen Dingen darum, dass alle Menschenrechte, die Würde, individuelle Autonomie, Freiheit, auch die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, gegeben ist, dass Nichtdiskriminierung natürlich die Grundlage allen gesellschaftlichen Handels ist, dass jeder voll teilhaben kann an der Gesellschaft. Es geht auch um die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit. Das heißt, Menschen sind nun einmal unterschiedlich. Es soll gleiche Chancen geben. Und es soll eine breite Zugänglichkeit zu allen gesellschaftlichen Prozessen geben. Selbstverständlich geht es um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Im weitesten Sinne allem, was man vielleicht auch sich sonst noch unter LGBTQ+ vorstellen kann. Und es geht natürlich auch um die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderung und der Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität. Also das Anerkenntnis auch von behinderten Menschen als volle Mitglieder unserer Gesellschaft, was für uns, glaube ich, alle eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Daran schließt sich natürlich an die Frage, ist denn Inklusion tatsächlich in erster Linie eine Utopie? Ist es überhaupt erreichbar? Ich glaube tatsächlich, dass die Inklusion als Ganzes einen Prozess beschreibt und tatsächlich auch erst dann erreicht ist, wenn wir dieses Wort, auch für mich eine Art Kunstwort tatsächlich, wenn es das nicht mehr braucht. Aus heutiger Sicht würde man natürlich immer noch sagen, es ist eine Form von Utopie, weil wir natürlich noch meilenweit davon entfernt sind, auch wenn man sagen muss, dass natürlich im Vergleich zu dem, was wir vor vielen Jahren hatten, heutzutage der Zugang zur Gesellschaft schon viel, viel breiter angelegt ist. Ich glaube aber, es gehört auch der Respekt dazu zu sagen, naja, eine grenzenlose Gesellschaft wird es nie geben können. Jeder wird seine persönlichen Schwellen haben, über die er eben nicht gehen kann. Ich habe das hier mal hingeschrieben. Ein Nichtsehender wird blind bleiben. Ein geistig Behinderter wird geistig behindert bleiben. Ein Europäer bleibt Europäer und ein homosexueller Mann bleibt auch irgendwo immer schwul. Also kann man zusammenfassend sagen, ein Mensch bleibt eben ein Mensch mit individuellen Merkmalen, so wie er nun mal ist. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich an der Stelle, dass man anerkennt, dass es diese individuellen Merkmale eines Menschen gibt.
Was bedeutet das jetzt tatsächlich auch für die Kulturarbeit und dann in der Folge gleich auch für die Kulturarbeit bei uns bei KBO? Kultur ist ein guter Prototyp für eine inklusive Gesellschaft. Also, wenn man sich mal umschaut, wie kann man Kultur definieren, dann kommt man darauf, Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles das, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. Also alles kann Kultur sein, wenn ich es sozusagen mit Händearbeit oder mit Geist oder in die Welt gesetzt habe. Hier an dieser Stelle ist die Frage von Qualität, Qualifikation und Geschmack noch gar nicht gestellt. Also jeder darf alles, würde heißen, die Utopie ist komplett, weil Kultur ist per se etwas Inklusives. Könnte man denken. Ich finde aber auch, dass zur Wahrheit dazugehört, dass man auch sagen darf, was einem nicht gefällt. Also es heißt ja nicht, nur weil etwas von einem behinderten Menschen gestaltet worden ist, ein Bild gemalt worden ist von einem Menschen mit Behinderung, dass dieses automatisch mir gefallen muss, weil ich Angst habe zu sagen, dass es mir nicht gefällt, weil es eben halt letzten Endes nicht der Political Correctness entspricht. Das würde sowas wie ein Mitleidsbeifall sein, der eigentlich jedem Künstler ein Graus sein sollte. Geschmack und persönliche Präferenzen sind immer erlaubt und sind in keinem Fall für mich etwas Unsoziales. Es geht auch bei all dem, was wir tun, nie um Mitleidskunst oder Mitleidskultur. Kultur erlaubt erstmal jedem, sich laut zu äußern und gibt aber gleichzeitig auch, und das gehört zur Wahrheit, auch die Möglichkeit zum offenen Diskurs. Auch der offene Diskurs bedeutet nämlich letzten Endes die Begegnung auf Augenhöhe, weil ich eben dem Menschen, der nun mal mit einem Handicap oder etwas Besonderem herumläuft, nicht per se erstmal weniger ernst in dem nehme, was er tut. Und deshalb darf ich auch tatsächlich eine Geschmacksäußerung haben. Ich hatte schon in meiner Einleitung vorhin ein bisschen formuliert, welche konkreten Projekte wir bei KBO jetzt genau haben. Ich möchte vielleicht dazu sagen, dass Kunst und Kultur bei uns tatsächlich in vielerlei Hinsicht das verbindende Element unserer Angebote ist. Ich möchte Ihnen zuerst das kleine Theater H vorstellen, das ich vorhin schon mal so kurz angeteasert habe. Vielleicht noch mal ein paar Rahmenbedingungen zu diesem Haus. Wir haben ein Gebäude, das 1912 gebaut worden ist. Dieses Gebäude ist denkmalgeschützt, wie hier das ganze Ensemble. Es gehört dem Bezirk Oberbayern, also ist dort auch im Eigentum. Der Bezirk kümmert sich um den gesamten Bauunterhalt. Und wie Sie sehen, ist das Gebäude nicht besonders hässlich. Ich finde es sogar sehr, sehr schön. Sie sehen auch links auf dem Bild ein kleines Türmchen. Dieses kleine Türmchen ist tatsächlich der Glockenturm einer kleinen evangelischen Kapelle, die wir hier im Gebäude haben. Der Name Kleines Theater ist so ein bisschen, naja, der verniedlicht etwas, was gar nicht so klein ist. Das Haus hat immerhin 360 Sitzplätze. Wenn wir das Haus auch mal nicht bestuhlen, dann dürfen wir ja auch 550 Menschen reinlassen. Also wenn man ein Stehkonzert oder sowas macht. Es liegt auf dem Gelände des Klinikums H2 früher. Dieser Abschnitt ist privatisiert worden. Die Gebäude, diese alten Jugendstilgebäude, sind mittlerweile alle im Umbau begriffen. Wir haben hier ein sehr umfangreiches Kulturprogramm. Es sind alles Gastspiele. Wir haben kein eigenes Ensemble, auch wenn wir ab jetzt anfangen, bestimmte Eigenproduktionen zu machen. Wir haben ungefähr 150 Veranstaltungen im Jahr. Das sind Gastspiele aus den Bereichen Musical, Schauspiel, Kabarett, Musik und auch viele Veranstaltungen für Familien, die wir hier haben. Soweit, so gut. Und jetzt kann man erstmal sagen, wo findet sich hier der Aspekt der sozialen Kultur wieder? Nun, also das eine, was man, glaube ich, sagen kann, ist, wir als Team sind schon ein ziemlich bunter Haufen von Menschen. Wir haben einen sehr hohen Anteil auch von Menschen mit Behinderung oder mit einem Behindertenausweis. Aber auch dazu sage ich gleich noch mehr.
Uns ist es ganz wichtig, immer wieder Projekte anzubieten mit Künstlerinnen und Künstlern, die besondere Merkmale haben, auch durchaus auf professionellem Niveau. Wir haben hier in München ein Theaterensemble, das heißt Freie Bühne München. Freie Bühne München bietet eine professionelle Schauspielerinnenausbildung für Menschen in erster Linie mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Da gab es den Film Goldfische. Dort waren Schauspielerinnen dabei, die eben genau dort dieser Schule entstammen. Wir haben besondere Veranstaltungszeiten hier bei uns tatsächlich. Wir beginnen nämlich immer um 19 Uhr. Das machen wir deshalb, damit der Zugang auch von Patientinnen und Patienten der Psychiatrie hier in Haar zu den Veranstaltungen zu kommen, überhaupt möglich ist. Das heißt also, nach dem Abendessen, Abendmedikation, kann man ins Theater gehen, kann hier dann an der Vorstellung teilnehmen. Wir sind in der Regel 21 Uhr, spätestens 21.30 Uhr fertig und man ist dann um 22 Uhr zurück auf seiner Station. Das ist sicherlich etwas Besonderes, aber etwas, was für uns ganz entscheidend ist, dass wir 5 Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap haben. Es sind sogenannte Zuverdienstarbeitsplätze. In der Regel sind es Menschen, die bei uns irgendwo in Wohngemeinschaften untergebracht sind, die in Wohngemeinschaften wohnen und hier bei uns im Theater bis zu 15 Stunden in der Woche mitarbeiten dürfen. Das können sie in den verschiedensten Bereichen tun. Häufig sind es unterstützende Tätigkeiten im Bereich des Handwerks, Hausmeistertätigkeiten, auch einfache Botengänge und so weiter. Da gibt es tatsächlich ein breites Angebot. Wir haben Theaterprojekte für und mit erkrankten Menschen. Wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt abgeschlossen, wo wir mit dem Fastfood-Theater, das ist eine Impro-Theaterbühne in München, etwas gemeinsam gemacht haben. Wir haben über viele Jahre eine Theatergruppe hier gehabt, die hieß Der Blick, wo sich also Menschen aus unserem Umfeld, die nicht jetzt irgendwie eine psychische Erkrankung haben mussten, sondern es ging auch dort darum, dass man einfach Freude am Theaterspielen entwickelt. Aber man traf sich einmal die Woche und hat ein gemeinsames Projekt innerhalb eines Jahres entwickelt. Für uns ist es auch wichtig, Newcomern und Newcomer-Formate hier zu präsentieren. Wir wollen auch Angebote haben für Menschen, die sonst eher theaterfern sind, also die eigentlich mit dem Wort Theater und Kultur eher etwas verbinden, was jetzt nicht nur sie anspricht. Da gibt es jeden Mittwoch den Feierabend im Theater, etwas, wo man ohne Eintritt hinkommen kann, wo es um 19 Uhr Live-Musik gibt, wo es auch um Begegnung geht. Wir haben auf jeder Karte unseren sogenannten Seelen-Euro drauf. Das heißt, man spendet mit jeder Karte automatisch 1 Euro zusätzlich. Damit finanzieren wir Kulturprojekte für seelisch erkrankte Menschen. Und dazu komme ich gleich auch nochmal ein bisschen mehr. Wir kooperieren mit vielen sozialen Verbänden, mit Vereinen, gerade im Bereich der Demenz, geistiger Behinderung, auch mit den Tafeln. Ich möchte Ihnen einen kurzen bildlichen Überblick geben über das, wie das Theater dann auch tatsächlich von innen aussieht, wie es aussieht, wenn bei uns Veranstaltungen sind. Sie bekommen vielleicht einen kleinen Eindruck davon, wie die Bühne ist. Es ist so ein Schuhkastensaal, sagt man dazu, mit so einer sogenannten Kuhkastenbühne. Also diese Bühne hat links und rechts tatsächlich auch die Garderoben, einen direkten Zugang zur Bühne. Dadurch ist aber auch so ein bisschen immer die Sicht eingeschränkt und die Bühnenfläche ist halt tatsächlich begrenzt. Wir haben 18 Züge, also ganz wie in einem normalen Theater, ein richtiges Bühnenhaus. Und wie Sie sehen, wir können es auch hübsch bunt machen. Also auch da sieht man, es ist eine ganze Menge los. Wir haben verschiedene Kooperationspartner, mit denen wir gemeinsame Sachen machen. Herausgreifen möchte ich jetzt hier aus dieser Folie vor allem mal unsere Verbindung zu Desideria Care. Desideria Care begleitet Menschen, Familien, die einen Angehörigen haben, der mit einer Demenz lebt und versucht eigentlich ein Angebot zu schaffen, das auch
dort wieder kulturelle Freude, Austausch, Begegnung stattfinden kann. Dieser Verein, den gibt es jetzt seit 2017 und wir haben hier mit denen ein gemeinsames Projekt veranstaltet. Das ist das Projekt Musik im Kopf. Wir versuchen dort ganz in so einem musiktherapeutischen Ansatz eigentlich über bekannte Musik der Menschen wieder Erinnerungen, bei den Menschen wieder Erinnerungen wachzurufen und sie sozusagen und ihnen mit ihren Familien gemeinsam einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, eine Stunde lang zu ermöglichen. Vorhin angekündigt, hatte ich auch schon Seelenart. Seelenart bietet Kunst- und Kulturprojekte für seelisch erkrankte Menschen. Wir haben dort verschiedene Angebote, die wir unter dem Dach Seelenart zusammenfassen. Ein pauschal finanziertes Angebot ist unsere Tagesstätte Seelenart mit einem freien Atelier. Hier steht 30 Plätze, es stimmt nicht, es sind 25 Plätze. Wir bieten 5 Tage die Woche Programm an. Dort ist es gesundes Kochen, es sind Zeichenkurse, es ist Literaturcafé. Jeder darf sich auch über die Kunst so ausdrücken, wie er es möchte. Es ist im Rahmen dieser Tagesstätte zum Beispiel auch schon mal ein Film entstanden, weil wir dort einen Filmemacher hatten, der dort bei uns auch als Klient dann aufgetreten ist und dem wir die Möglichkeit bieten konnten, eben sozusagen seinem Beruf dort auch wieder ein Stückchen nachzugehen, sicherlich alles in einem geschützten Rahmen. Ganz wichtig ist uns bei Seelenart auch, dass wir sozusagen Kunst und Kultur von und für psychisch erkrankte Menschen in die Mitte der Gesellschaft tragen. Das heißt, wir haben eine Seelenart-Galerie, die im Herzen Münchens liegt, in der Theresienstraße 51, im Maxvorstadt, also quasi dort, wo alle anderen Galerien und Museen in München auch sind. Es ist eine Galerie für In- und Outsider-Art mit wechselnden Ausstellungen und einem begleitenden Angebot dazu. Wir wechseln alle 6 bis 8 Wochen tatsächlich die Ausstellung, haben begleitende Projekte, einen Seelenart-Salon, wo man eben Künstlergespräche führen kann, wo es immer ein bisschen Musik dazu gibt, wo einfach auch ein Austausch von kunstinteressierten Menschen stattfindet. Und uns ist eben wichtig, dass auch hier eine Begegnung auf Augenhöhe stattfindet, dass es nicht darum geht, warum jemand jetzt da ist, ob er da ist, weil er eben ein psychisch erkrankter Mensch ist oder weil er jemand ist, der vielleicht psychisch erkrankt ist, aber sich auch noch nicht geoutet hat oder so, sondern es geht einfach darum, dass man sich über die Kunst dort begegnet. Alle 2 Jahre lobt das KWSBZ gemeinsam mit dem Bezirk Oberbayern den Oberbayerischen Kunstförderpreis Seelenart aus. Er wendet sich an alle Menschen, die ihren Wohnort in Oberbayern haben und sich über die Kunst mit ihrer seelischen Gesundheit auseinandersetzen wollen. Auch hier ist also nicht die zwingende Erfordernis, dass man irgendwie in seinem Leben schon einmal in der Psychiatrie gewesen sein muss, sondern es ist einfach die Frage, wie begegne ich der Kunst und was möchte ich über die Kunst für mich persönlich erreichen. Dort wird immer von einer Fachjury dann beurteilt. Wir haben für das Auswahlverfahren im Jahr 2022 insgesamt 630 Einsendungen gehabt. Also es ist schon mittlerweile ein ziemlich renommierter Preis, kann man schon sagen. Wir geben jedes Jahr einen Kalender raus mit Werken, die im Rahmen unserer Seelenart-Tagesstätte entstanden sind. Auch da packen wir natürlich immer einen Künstler mit dazu, der eben nicht aus diesem Kontext kommt. Es ist aber gar nicht so unbedingt klar, wer das denn ist. Und genau darum geht es auch. Wir wollen an der Stelle ja keinen herausstellen, sondern wir wollen auch dort innerhalb dieses Kalenderformates Begegnungen auf Augenhöhe zulassen. Und das letzte Projekt, was es hier jetzt sich anzu was sich jetzt hier lohnt, einmal zu erwähnen, ist der Bilderverleih. Also es entstehen natürlich auch viele Werke, die wirklich ganz, ganz toll sind. Wenn Sie hier in mein Büro gucken könnten, dann würden Sie viele davon sehen. Es ist einfach sehr, sehr schöne Kunst. Und wer sich das vielleicht nicht kaufen mag, aber leihen mag, hat da bei uns auch die Möglichkeit, dieses zu tun. Das geht gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, die dann auch den KünstlerInnen zur Verfügung gestellt wird. Ich möchte dazu sagen, dass bis auf die Tagesstätte alle Projekte von Seelenart zu 100% über Drittmittel, über Spendengelder, über Stiftungen
refinanziert werden müssen. Also dafür gibt es jetzt keine institutionelle Förderung, sondern ein Teil meiner Aufgabe ist es dann tatsächlich auch, die Refinanzierung sicherzustellen. Auch hier möchte ich Ihnen noch einmal einen kleinen Eindruck von dem geben, was wir hier präsentieren, was so entstanden ist in den letzten Jahren. Verschiedene Preise, verschiedene Bilder. Es gibt einige Menschen tatsächlich, die damit auch wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen können. Unten rechts, unten links tatsächlich Serge Vollin, das Werk stammt von ihm, ist wirklich mittlerweile ein Künstler, der international ausstellt, sehr viel in Frankreich, selbst Algeria, wo er jetzt auch gerade eine Ausstellung hat. Also etwas, was auch ja, also wirklich toll ist, muss man sagen, und sehr beeindruckend. Ja, das nächste Projekt, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist etwas, was wir gemeinsam mit dem Bezirk Oberbayern machen. Und damit Sie davon einen Eindruck bekommen, möchte ich Ihnen zunächst einen kleinen Film vorspielen. Wir sind beieinander, weil wir uns mengen. Bier, was zwischen uns nei, das was so früh nicht mehr da kann sein. So, und hier bin ich wieder. Sie haben einen Eindruck bekommen vom Zammer Festival. Das war tatsächlich schon 2015 und hat seinerzeit in Freising stattgefunden. Zammer ist das Kulturfestival Oberbayern. Was hat das mit KBO zu tun? Naja, KBO ist zum einen Teil des Finanzkonzeptes. Das heißt, KBO ist Sponsor dieser Veranstaltung. Hat aber noch eine andere Bewandtnis. Ich bin sozusagen die Verbindung zwischen KBO und diesem Summer Festival als Projektleiter, was ich schon dort jetzt für das Festival, was Sie dort gerade gesehen haben, in Freising war und jetzt seit 2022 wieder. Summer findet alle zwei Jahre in einer oberbayerischen Kommune statt. Es ist ein partizipatives Mitmachfestival, das wirklich immer individuell in der Kommune entsteht, in der wir dann dort als Veranstalter mit auftreten, als Bezirk Oberbayern. Alle Projekte sind tatsächlich extra dort für dieses Festival entstanden. Da gibt es immer so vier wesentliche Punkte, denen jedes Projekt genügen soll. Jedes Projekt soll inklusiv sein. Klar, darüber habe ich schon gesprochen.
jedes Projekt soll innovativ sein. Das heißt, es soll etwas sein, was neu ist, was es vorher dort in der Kommune noch nicht gegeben hat. Es soll sich vernetzen. Das heißt, es soll nicht eine Gruppe alleine etwas auf die Beine stellen, sondern bestenfalls sich mit anderen Gruppen, die nicht aus der Kommune kommen müssen, vernetzen und etwas Neues schaffen. Und es soll eine gewisse Form von Nachhaltigkeit haben. Bedeutet in dem Fall tatsächlich, dass es bestenfalls auch über das Festival hinaus Bestand haben soll. Also nicht nur für diese eine Woche, in der es stattfindet, dieses Festival, sondern auch danach. Und da gibt es verschiedene Themen, die jetzt gar nicht nur Kulturthemen sind, sondern natürlich Kultur ein Schwerpunkt. Sie haben es ja auch gerade gesehen, viel Musik und so, bunte Bilder. Aber es sind auch Fragen von Gesellschaft, von Umwelt, von Gesundheit und von Soziales. Also wenn man so möchte, alles das, was auch der Bezirk Oberbayern widerspiegelt, läuft in diesem Summer Festival zusammen und ist tatsächlich damit auch das größte Einzelprojekt im kulturellen Bereich, was der Bezirk Oberbayern macht, an dem sich eben halt auch die Kliniken des Bezirks Oberbayern maßgeblich beteiligen. Ja, stellt sich jetzt zum Abschluss meines Vortrags die Frage, wie geht das Ganze vielleicht auch bei uns in Zukunft weiter? Dazu habe ich oben ein Zitat angeführt, was Richard von Weizsäcker, unser ehemaliger Bundespräsident, mal gesagt hat. Und eigentlich genau diesem Anspruch entspricht, über den ich jetzt die letzten 40 Minuten gesprochen habe. Kultur kostet Geld, sie kostet vor allem deshalb, weil der Zugang zu ihr nicht in erster Linie durch einen privat gefüllten Geldbeutel bestimmt sein darf. Und genau das ist eigentlich der Anspruch, den wir den Menschen tatsächlich auch mitgeben möchten. Wir möchten das auf der einen Seite natürlich als Klinikunternehmen für unsere Patientinnen und Patienten ermöglichen. Wir sehen natürlich viele kulturelle Themen, die mittlerweile ja auch therapeutischer Bestandteil geworden sind, wie Musiktherapie oder Kunsttherapie. Ich will aber auch dazu sagen, dass dieser kulturelle Bereich auch einen Mehrwert für die Mitarbeitenden bei KBO, beim Bezirk, bei der Gemeinde bietet, weil es auch dort einen vergünstigten Zugang zu diesen verschiedenen Veranstaltungen immer gibt, in den verschiedensten Bereichen. Und letzten Endes bedeutet für uns dieses kulturelle Engagement auch sozusagen unser soziales Engagement als Unternehmen. Und das tun wir nicht, weil wir uns eine Bauchbinde geben möchten, sondern das tun wir in erster Linie aus Überzeugung und natürlich auch einem Selbstverständnis. Uns als Unternehmen ist dieser Bereich wirklich lieb und, wenn ich so sagen darf, gerade auch nach 3 Jahren Pandemie auch teuer. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal bei Ihnen fürs Zuhören. Ich will Ihnen vielleicht noch sagen, dass Sie sich natürlich auch einmal auf unserer Homepage nochmal umtun könnten, www.kbospz. Dort gibt es einen extra Bereich auch über alle kulturellen Aktivitäten, die wir so haben. Dort können Sie sich auch nochmal gesondert informieren. Dort finden Sie auch meinen Kontakt, auch wenn es im Nachgang vielleicht bei Ihnen noch nachwirken sollte und Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht auch mit mir in Kontakt zu treten. Ich antworte sehr, sehr gerne darauf. Herzlichen Dank und ciao, servus.